Okay, stimmt überein, Klappen sind hoch. Ja, ja, ja. Okay, bist du bereit, ne? Ich bin bereit. Vollgas, gib ihm. Hey, unten halten. Was sagst du? Halt ein bisschen unten, damit wir Fahrt aufbauen. Okay. Auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Hey, 1200 Fuß. 800 Fuß ist der Platz. Das bedeutet, wir sind jetzt fast 500 Fuß über Boden. Wie viele Meter sind das dann? 150 Meter circa. Okay. Aber wir haben echt traumhaftes Wetter heute. Ja. Schau mal, da hinten ist der Möhnesee. Wir drehen jetzt nochmal eine kleine Runde über den Möhnesee. Ja, unbedingt. Weil das sieht Hammer aus. Glaubst du, viel besseres Wetter zum Fliegen gibt's auch kaum? Nee. Fehlt nur noch so eine kleine Yacht auf dem Möhnesee. Ja. Weil, boah, traumhaftes Wetter zum Fliegen. Man. Ich mach ja gleich eine Linkskurve, dann hast du richtig gute Sicht links raus. Ja. Einfach wie bei GTA, ne? Geil, oder? Kannst du unter so Brücken herfliegen? Sieht einfach alles aus wie so Spielzeuge. Ja, ne? Merkst du das so, diese Kräfte? Oh ja, da bin ich voll schwindelig dabei. Ja, ich weiß auch. Schon cool, ne? Ja. Guck mal, der ist jetzt so ausgetrimmt, also so eingestellt hier, dass er genau selber so bleibt, ohne... Dass du was machen musst? Ohne, also dass er genau die Höhe hält, wenn er auf Null ist, hält er die Höhe, ne? Ja. Merkt einfach direkt, dass man so in Richtung Münsterland kommt, wenn das flach bleibt. Ja, ne? Welche Stadt ist das hier jetzt schon? Das Soos. Soos? Ja. Ach, geil. Auch schön. Mal links. Ja. Cool, oder? Ja. Hier so aus dem Bilderbuch. Ja. Richtig schön. Also, man hat schon mehr Bock, zu der Sonne gegenzulegen, ne? Ja. Guck mal. Hammer, ja. Das ist die Kontrollzone. Ja. Und um in diesen roten Bereich reinzufliegen, müssen wir eine Freigabe von dem Turm haben. Aber ich muss vorher sagen, was ich machen will. Entweder zu Landung oder ich möchte gerne fliegen von Sierra nach Delta. Weißt du, wir müssen dir sagen, was wir machen wollen. Aber genau, wir fliegen erst einmal über den internationalen Flughafen und dann bei auf dem Rückflug landen. So, ich sehe den Platz noch nicht, aber da müsste ich irgendwo sein. So, wenn wir jetzt hier gleich landen, müssen wir aber von da irgendwie nach Münster in die Stadt kommen. Okay. Und die ist jetzt da, die Stadt. Hey, bitte? Münster? Genau, Münster vor uns, ja. Denkt man auch gar nicht, dass Münster doch so groß ist. Ja, ne? Ja, nur Fußballplätze. Ja. Halt Münster. In Münster ist ja eine richtig coole Stadt, ja. Ja, ist schön. Ja, man kann nichts zum Studieren oder so. Ja, sehr cool. Der Sicht am Fuß jetzt, ja. Hier bitte? So, hier mit der Sonne. Jetzt so eine dicke Pizza, Digga. Albert hat letztens Nacho-Chips einfach mit hochgenommen. Ich so, wo hast du die denn her? Die lagen bei dir. Die sind einfach hier mit Käsesoße so die ganze Zeit. Boah. Delta Echo Mike Charlie Papa Münster Turm, hallo. Delta Echo Mike Charlie Papa, gerade in Münster, über Münster in 2000 Fuß, VfR Flug, bitte durch, Flug durch die Kontrollzone von Whiskey nach Tango. Delta Charlie Papa, Skog 7041, Kuna 1015. Kuna 1015. 7041, Delta Echo Mike Charlie Papa. Ja, 7041, warte. Delta Charlie Papa identifiziert 1900 Fuß, fliegen Sie direkt in den rechten Querflug Pizze 07. Berichtigung, Delta Charlie Papa, Durchflug von Whiskey nach Tango genehmigt. Das ist hier über die Flugzone? Ja, jetzt fliegen wir genau über den Platz von hier nach Tango. Gar nicht so einfach, wenn du musst dir die Nummern eingeben, du musst die Nummern eingeben, ne? Sagen dir halt alles auf einmal. Wenn du das nicht so oft machst, ist gar nicht so einfach. Ja, muss man dann schon üben, muss man üben. Hier muss dann auch irgendwo der Flughafen sein. Der Flughafen muss... Da ist der Flughafen, siehst du das? Ah ja. Da ist der Flughafen nochmal genau. Delta Charlie Papa, Verkehr, Helikopter in ihrer 12 Uhr Position, 5 Meilen, fliegt direkt in den Gegenanflug Piste 07 in 1300 Fuß. Delta Echo Mike, Charlie Papa, halte Ausschau. Delta Charlie Papa, zusätzlicher Verkehr in ihrer 12 Uhr Position, Helikopter, ein Eurocopter 2-0 in ihrer 12 Uhr Position, 6 Meilen, von vorne 2000 Fuß. Delta Echo Mike, Charlie Papa, verstanden. Da fliegt er her. Büro 3-1, Traffic, Chestnut Skyhawk, 12 o'clock, 2 miles, opposite 1800 feet. Ah, okay, ich habe ihn. Büro 3-1, looking out. Da ist noch einer, oder? Okay, ja, da haben wir beide. Perfekt. Ist ja direkt vor uns auf 12 Uhr die Brücke gleich da unten, da muss einmal drunter herfliegen. Büro 3-2, da haben wir ich frag ihn jetzt, ob das geht. Habe ich mir schon gedacht.
Jetzt guck ich mal kurz, Münster Zelt ist 122.855. So, ist auch ein Flugzeug. Jo. Das war, glaube ich, der gerade die ganze Zeit geredet hat. Weil 2400 Fuß haben die ihm gesagt. Ja. Und wir sind jetzt 2000 Fuß, das kommt ungefähr hin. Okay. Jetzt fliegen wir das jetzt unten, ne? Osnabrück hier unter uns. Münster sieht ein bisschen schöner aus von oben, ne? Ja, Münster auf jeden Fall schöner. So, wir gehen jetzt tiefer, weil die Platzrundenhöhe ist 1000 Fuß. Okay. Was ist das hier für ein Waldgebiet, ja? Ja, ist echt schön. Da vorne muss der irgendwo sein. Delta Echo Mike Charlie Papa, Tech, guten Tag. Delta Echo Mike Charlie Papa, Cessna 172, östlich vom Platz mit 1500 Fuß, VfR, Flug von Arnsberg zur Landung. Ja, Delta Charlie Papa, nur eine Landung? Richtig, nur eine Landung und dann würden wir gerne abstellen. Ja, Delta Charlie Papa, dann zur Piste 1-0 bitte, Platzrundverkehr. Piste 1-0 und halte Ausschau, Platzrundverkehr, Delta Echo Mike Charlie Papa. Das ist so die Runde, ne? 1-0 ist die Piste, das heißt wir fliegen jetzt hierher, hier und landen dann so. Und, aber okay. Wir sind jetzt hier ungefähr und wir müssen jetzt erstmal hier so rumfliegen, dass wir dann hier so reinfliegen in den Gegenanflug, weißt du? Und da müsste ja irgendwo der... Ja, Platz muss dann irgendwo sein. Okay. To where the sun don't end.